Es sind immer viele Perspektiven in einer Partitur, so dass sie transparent aussieht, wo man alles versteht, sagen wir, nicht nur das Äußerliche, sondern alles, was drin ist. Also wie zum Beispiel, wenn man in einer Landschaft ist, wo verschiedene Reihen von Bäumen sind und mit verschiedenen Farben. Und da sieht man 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. Manchmal kommen da so verschiedene Bergenketten und noch dazu Wolken und noch dazu ein bisschen blauer Himmel dahinten. Da hat man wieder verschiedene Ebenen. Und polyphonische Musik ist genauso. Ich glaube, wir können uns von der Natur sehr inspirieren lassen. Und das gibt gerade also diesen Reiz. Sonst wird alles total flach, als ob es keine Perspektive hätte. Das hat man auch in der modernen Malerei gemacht. Aber das gehört zusammen mit dieser Musik, die mehr in Akkorden denkt. Nur die Malerei, die man bei Schumann oder Mozart-Zeiten gemacht hat, die hatte Perspektive. Und die Musik auch. Es war alles eines, wie immer.